12 Uhr und 19 Minuten ist es jetzt. Sie hören das Streiflicht bei Radio Horeb. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. So fordert uns Jesus im Evangelium auf, unseren Nächsten zu lieben und Notleidenden beizustehen. Wie Männer und Frauen heute diesem Ruf Christi folgen, wie sie im Zeichen der Nächstenliebe handeln, das zeigen wir in diesem Advent in unserer Reihe Die gute Tat. Wir stellen Ihnen täglich einen dieser Helden des Alltags vor, die aus christlicher Überzeugung denen nahe sind, die nichts gelten oder Not leiden. Die gute Tat ist, das ist heute für uns das Engagement von Renate und Kurt Peter. Sie verloren im vergangenen Jahr ihre 13-jährige Tochter. Valentina starb an einer hochaggressiven Form von Knochenkrebs. Doch trotz Schmerzen und Chemotherapie behielt sich das Mädchen bis zum Schluss seine Freude am Leben. Für die Eltern ist das ein Vermächtnis. Sie gründeten eine Stiftung, die sterbenskranken Kindern ermöglichen soll, ihre letzte Lebensphase zu Hause zu verbringen. Mit Kurt Peter hat Josefa Stauffenberg gesprochen. Herr Peter, konnte Valentina selbst denn ihre letzten Tage und Woche zu Hause verbringen? Ja, das ist so, dass das Team, also Valentina starb ja im April 2016 und gerade um die Zeit dieses mobile Team, Palliativteam erst gegründet. Daher konnte die Valentina noch nicht die Erfahrung sammeln, dass es auch funktioniert, weil wenn sie so schwer krank sind und viele Schmerzen haben und Morphium brauchen, dann ist ihnen die Sicherheit das Wichtigste, dass immer gleich was passiert, wenn was passiert. Und deswegen, als sie dann gefragt wurde im Januar vom Professor Steinbach, Valentina, wo willst du denn sterben, wenn es soweit ist, hat sie gesagt, ja wo denn, sagt er, ja zu Hause oder im Hospiz oder bei uns. Und dann hat sie gesagt, nee, zu Hause machen wir nicht, Herr Steinbach, ich komme zu Ihnen ins Krankenhaus, da fühle ich mich sicher. Also es war der Aspekt der Sicherheit und das Team war halt noch sehr neu aufgestellt. Deswegen hat sie sich fürs Krankenhaus entschieden, für die Uniklinik. Was bedeutet es denn für Eltern von sterbenskranken Kindern, sie die letzten Wochen zu Hause zu haben? Ja, das kommt drauf an. Ich will nicht sagen, dass das das Einzige ist, was der einzige richtige Weg ist. Es hängt dann auch ab vom Alter der Kinder, von der Reife der Kinder. Ich würde mal so sagen, für Valentina war es jetzt kein Problem, weil sie war alt genug und natürlich ist die Umgebung in der Uniklinik nicht das Hübscheste und das Heimeligste, aber wir sind ja reingefahren und so. Aber je kleiner die Kinder sind, umso unverständlicher ist für die Kinder, dass sie in diesem komischen großen Gebäude sein müssen, wo niemand ist, wo sie keinen kennen. Und da würde ich sagen, da zählt eigentlich ganz wesentlich, dass sie zu Hause sein können, weil es kommt auch niemand zu Besuch nach Ulm. Also das waren 100 Kilometer. Das ist im Allgäu, das ist deutschsprachiges Ausland. Da fährt man nicht hin und so, da hat man auch keine Zeit. Und wenn man zu Hause ist, dann kann die Oma kommen und die Freundin kommen und so weiter. Und natürlich die Geschwisterkinder sind da und alles ist einfach so wie immer. Alles wie immer ist halt für die kleinen Kinder vor allen Dingen wichtig. Und ich würde sagen, das war auch der Impuls für das Palliative-Team, das zu starten. Und das ist natürlich für die Eltern dann auch eine viel schönere Zeit, wenn die Kinder zu Hause sind. Ja, natürlich, weil sie eben auch, wenn die Kinder, sie sehen ja, dass die Kinder sich freuen, wenn die Schulfreundin kommt oder die Oma kommt oder sonst jemand. Das ist in sich man einfach viel einfacher und schöner natürlich, weil letzten Endes, wenn sie so in der Uniklinik sind, fangen sie an und bauen zwei Haushalte auf und zwei Orte, an denen sie zu Hause sein müssen und so. Und da ist natürlich viel einfacher und schöner, gerade in der letzten Zeit, aber ja, da wo es halt geht, wenn die Kinder zu Hause sein können, glaube ich schon. Ja, also ich würde sagen, trifft auch viele Kinder und viele Familien zu, ja. Was hat Sie schließlich motiviert, die Stiftung Valentina zu gründen? Ja, das ist eine gute und große Frage. Also wir haben eigentlich nach dem Tod von Valentina im Rückblick festgestellt, wie fröhlich und wie zuversichtlich und wie, man müsste fast sogar sagen, glaubensfest sie war. Denn sie hat eben ihren Halt auf dem Boden der katholischen Kirche auch gehabt, mit welcher Zuversicht und Freude sie einfach jeden schönen Tag genossen hat. Und da haben wir gedacht, wir Erwachsenen können was von den Kindern lernen, denn das machen viele Kinder so. Und haben gesagt, das ist ein Vermächtnis, denn wir hatten eigentlich dann festgestellt, dass es eine kostbare Zeit war, diese 12 Monate in der Klinik, und haben dann auch gesagt, das dürfen wir eigentlich nicht für uns behalten, sondern das müssen wir teilen mit anderen. Das ist ein Auftrag von Valentina. Und natürlich auch, muss man ganz klar sagen, es hilft uns auch, mit diesem Desaster konstruktiv umzugehen und nicht in diesen Sog nach unten zu geraten.
Die Stiftung Palikur, sie unterstützen mit ihrer Stiftung, so ist es, mit der Stiftung Valentina, das Projekt Palikur von der Universitätsklinik Ulm. Können Sie uns nochmal genau erklären, was sich dahinter verbirgt, also ganz konkret? Ja, klar, ist eigentlich sehr einfach. Alle schwerstkranken Kinder müssen in eine Uniklinik. Das ist egal, ob Tübingen oder Ulm oder München, also wenn wir jetzt im Süden bleiben. Und während der Therapie gibt es ja keine Alternative, sondern sie müssen einfach hin. Meine Frau ist 35.000 Kilometer gefahren in den 12 Monaten. Die Ärzte haben dann gesagt, wenn es vorbei ist, wenn man weiß, es geht nichts mehr. Und man muss wissen, die Unikliniken haben Sterbequoten bei den Kindern zwischen 20% und 80%, je nach Krankheit. Dann soll, wenn nichts mehr geht, um sie zu heilen, also therapeutisch nichts mehr geht, dann sollten sie eigentlich zu Hause sein. Das heißt aber, sie müssen praktisch die Uniklinik, das ist ja wie eine Intensivstation, wo die Kinder dann sind, da müssen sie das ganze Equipment, das Know-how und das Ganze nach Hause transferieren, mobil machen. Und sie brauchen einen mobilen Rufdienst, der Tag und Nacht, sonntags wie feiertags, bei Schnee, Regen, Eis, irgendwas, muss der losfahren, sobald es dem Kind sehr, sehr schlecht geht und sowas. Ne? Wie groß ist denn das Einzugsgebiet von Palikur? Ja, das ist, weil wir hier so ein bisschen im Hinterland von Deutschland leben, so Südost, Baden-Württemberg sind wir praktisch. Ne? Das geht von oben, Schwäbisch Hall, Ostalb, Heidenheim, Ulm, Biberach, Ravensburg, Bodenseekreis, also 7 Landkreise, ein riesiges Gebiet und das wird von dem Team versorgt. Also das ist eine tolle Unterstützung für die Eltern. Wie haben Sie denn begonnen, Menschen für Ihre Idee zu gewinnen? Ja, das ist interessant. Also ich bin natürlich beruflich im Vertrieb tätig. Das ist das eine, sodass man so ein paar Ideen hat. Aber eigentlich gab es gar kein Modell, gar kein Muster, wie man vorgehen soll, weil eigentlich hat man ja kein tolles Thema. Ne? Wir haben jetzt kein Thema, wo ihr sagt, wow, super, toll, gefällt mir. Sondern eigentlich ein schwieriges Thema und man hat gemerkt, darüber redet man eigentlich nicht. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen das ganze Thema positiv besetzen. Weil das Elend und den Leidensweg, der ist ja bekannt, wenn man eine Chemo machen muss oder ein Kind stirbt und so weiter, da muss man nicht drüber reden, das ist klar. Sondern wir wollten einfach ganz, ganz klar den anderen Aspekt, dass es auch eine schöne Zeit war, dass es schöne Tage gab und dass es eine kostbare Zeit war und wie tapfer die Kinder kämpfen, in den Vordergrund rücken. Und das haben wir von Anfang an gemacht. Also kein Trauerspiel verkauft, sondern einfach sagt, es gibt auch viele, viele schöne Tage und die gehen verloren, wenn man nicht hinschaut. Und so sind wir an die Öffentlichkeit gegangen und sind komplett überrascht, was wir für einen Zuspruch bekommen haben. Nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Freude, die Leute sagen, ja Mensch, toll, dass es endlich mal einer anders macht. Wir sind seit 10 Jahren in der psychotherapeutischen Betreuung und kommen nicht raus und so weiter. Und wir haben auch ein Kind verloren und so weiter. Also das Thema positiv zu besetzen, weil es gehört zum Leben dazu. Sterben gehört zum Leben dazu. Da beißt keine Maus den Faden ab. Und es wird halt verschwiegen, es ist kein In-Thema eigentlich. Und das haben wir aber versucht, positiv zu besetzen, um niemanden zu erpressen mit dem ganzen Traurigen, was auch dazu gehört. Und was konnte jetzt die Stiftung in diesen 1,5 Jahren erreichen, also auch materiell? Materiell, ne? Ja, das ist phänomenal. Also wenn man es jetzt mal zusammenfasst, ganz grob, nach 18 Monaten, die Stiftung ist ja blutjung und war klitzeklein am Anfang, ist auch jetzt noch klein. Die hat in den 18 Monaten 100.000 Euro eingesammelt und wieder ausgegeben für dieses Team, indem wir zum Beispiel 3 Einsatzfahrzeuge finanziert haben, eine Teilzeitkrankenschwester, alles Sachen, die nicht gehen mit den Pauschalen, die Krankenkassen bezahlen, weil ja natürlich immer zuerst die Kinder versorgt werden mit Medikamenten, mit dem und mit das, was sie alles brauchen. Und so konnten wir also in 18 Monaten so viel Geld mobilisieren und parallel noch das Stiftungskapital auf über 100.000 Euro erhöhen. Und zwar durch mehr als 500 Spender, Sponsoren, Förderern und Freunden. Und was konnte schon finanziert werden damit alles? Ja, diese 3 Einsatzfahrzeuge, da haben wir, mussten wir jeweils 3 Jahresleasingraten im Voraus der Klinik bezahlen, der Verwaltung, 18.000 Euro, also dreimal 18.000 Euro. Die Teilzeitkrankenschwester, die ist angesetzt mit knapp 20.000 Euro inklusive der ganzen Arbeitgeberkosten, 3 Schmerzmittelpumpen und so weiter. Also eine ganze Menge Sachen, die einfach notwendig sind, damit das Team arbeiten kann und wirklich mobil ist. Und was sind die Pläne für die Zukunft? Ja, wir haben natürlich noch Projekte stehen auf unserer Homepage. Die haben wir ja gleich zu Anfang errichtet, stiftungvalentina.de. Da haben wir zum Beispiel jetzt das nächste wäre die Rufbereitschaft Arzt.
Das ist ein ganz heißes Thema, weil diese Ärzte müssen ja Tag und Nacht verfügbar sein und das ist nicht auszuhalten. Die haben 2016 50 Kinder betreut zu Hause. Und wenn sie Familie haben und nachts um 3 rausgeklingelt werden und dann morgens um 8 antreten müssen, deswegen sammeln wir jetzt für eine Rufbereitschaft Arzt, für eine Personalverstärkung. Wir brauchen ein Sonogerät, ein Sonografiegerät, ein hochleistungsfähiges, mobiles Sonografiegerät für 30.000 Euro und also inklusive 3 Köpfen. Also wir haben eine Menge interessante Projekte für jemanden, der gerne was Gutes tun möchte zu Weihnachten. Ja. Was macht eigentlich so ein Ereignis, also sprich jetzt die Gründung der Stiftung, mit Ihnen selber? Ja, also unsere Beobachtung ist, dass wir selbst sehr, sehr stark getragen sind von dieser Arbeit. Es ist ja viel Arbeit, das ist klar, aber es ist überhaupt nicht keine Mühe in dem Sinne, sondern wir können dadurch, dass wir die Stiftung haben und etwas Konstruktives, Positives für andere machen, können wir auch über Valentina und ihren Leidensweg anders reden. Also wir können jetzt zusammen über Valentina reden, ohne ständig traurig zu sein, was ja eigentlich das Normale wäre, ja. Sondern wir erzählen halt, dass Valentina sozusagen uns eine Kraft irgendwie überträgt aus ihrem Weg, der uns wiederum trägt, um diesen Weg zu gehen, und können positiv über die Valentina reden und den ganzen Weg. Und das hilft uns natürlich auch mit der Bewältigung dieses Desasters. Es ist ja ein Desaster letztendlich. Das kann man ja nicht verniedlichen. Ja, klar. Und also diese Stärkung, die Sie da erfahren, die können Sie gut weitergeben auch an Menschen mit der Ähnlichkeit. Genau. Und genau, das ist ja vor allen Dingen, was wir auch erfahren haben, dass eben sehr, sehr viele Menschen auf uns zukommen, die wir zwar kennen, aber nachts um 22:30 beim Spaziergang kommen Leute und bedanken sich überschwänglich bei uns, weil die meisten, die es versuchen zu vergraben, zu verdrängen, berichten, es klappt nicht. Und das verstehe ich auch, weil ich könnte es nicht verdrängen, weil der Platz am Tisch ist frei. Das Zimmer ist leer, das kriegen sie nicht weg, das kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder gibt es eine positive Bewältigungsstrategie, wenn ich mal so ein bisschen hochtrabend sagen darf, oder man ist total gefangen von diesem Elend einfach. Und da sagen viele, wir sind so froh, dass es mal jemand anders macht, das hilft uns auch. Und das ist eine ganz schöne Sache, dass Valentina mit ihrem Leidensweg auch jetzt noch, wo sie gestorben ist, anderen Leuten hilft. Das ist doch schön. Das ist sehr schön, ja. Jetzt komme ich noch zu einer letzten Frage. Was ist Ihr persönlicher Wunsch zu Weihnachten? Ja, das ist nett, ja. Also im Prinzip wünschen wir uns ganz noch viel, viel mehr Freunde und Förderer, die unsere Projekte unterstützen, indem sie in irgendeiner Form mitmachen oder sich einfach dran freuen, dass es sowas gibt. Unterstützer für die Stiftung Valentina wünscht sich Kurt Peter. Zusammen mit seiner Frau Renate hat er nach dem Krebstod seiner 13-jährigen Tochter im letzten Jahr eine Stiftung gegründet, die sterbenskranke Kinder unterstützt. Josefa Stauffenberg hat mit ihm gesprochen. Und wie Sie sich über die Stiftung Valentina informieren können, erfahren Sie auf unserer Internetseite horeb.org. Klicken Sie auf Programm und dann auf die Details zu dieser Sendung, dem Streiflicht.